Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Sassy. So, wir machen heute ein richtig geiles Q&A. Und wo sind wir? Wir sind in Singapur. Ist das nicht geil? Ihr habt mir auf Instagram eure Fragen geschickt. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid bei Instagram, dann macht es auf jeden Fall jetzt. Und wir starten nach dem Intro. Also meine Freunde, wir sind hier in Singapur, richtig geil. Ich habe übrigens gerade eine Werbeanzeige aufgenommen. Also wenn ihr irgendwo eine Werbung seht auf YouTube oder auf Facebook, dann war ich genau hier. Das habe ich nämlich gerade aufgenommen. Und was habe ich gesagt? Was hat das Gebäude mit meinem Urlaub 2014 zu tun, als ich den krassesten Klickmoment in meinem Leben hatte? Was hat das Gebäude damit zu tun? Und das Gebäude hat Folgendes damit zu tun, Freiheit. Aber das alles erkläre ich im Matrix-Prinzip. Ihr könnt euch anmelden, www.matrixprinzip.com, und dann bekommt ihr 4 Videos kostenlos und da könnt ihr genau anhören, was das für ein Klickmoment war, den ich im November 2014 hatte. Okay, das war der Klickmoment, der dazu geführt hat, dass ich jetzt einfach hier hinfliegen kann. Okay, so, also starten wir mal mit dem Q&A. Hast du Haustiere? Und das ist so geil. Oh, ist heiß, ne? Ich zieh mal die Jacke. Also, hast du Haustiere? Ich hatte 13 Jahre lang den liebsten Rottweiler, den man sich vorstellen kann. Also wirklich ein richtiges, süßes Teddybärchen. Und ich habe, weil ich ihn hatte und noch Profisportler war, ein Angebot in Schweden erste Liga zu spielen, nicht angenommen, weil da hätte mein Hund, weil ich habe gesagt, hey, ohne meinen Hund geht's nirgendwo hin, hätte ich ihn 3 Monate in Quarantäne geben müssen. Und da habe ich gesagt, nee, geht gar nicht, Angebot abgelehnt. Dann habe ich lustigerweise, obwohl ich noch nie in Dubai war, gleich kommt hier übrigens, ihr seht gleich die Zukunft. Das ist ein unbemanntes Fahrzeug, das heißt, es fährt 100% autark hier lang. Das können wir uns mal angucken. Ich halte mal meine Klappe. Okay, also wo war ich stehen geblieben? Mein Hund. Ich habe lustigerweise, da hatte ich noch gar nichts mit Dubai zu tun, war noch nie im Urlaub da. 2006 das erste Mal einen Kunden beim Personal Training über Dubai gefragt, weil ich gehört habe, oh, Dubai soll voll toll sein und so. Da habe ich gedacht, da als Personal Trainer zu arbeiten ist bestimmt voll krass. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe einen Geschäftspartner, der ist immer da, der arbeitet halb da, halb hier. Wir können uns mal treffen. Und dann habe ich mich wirklich 2006 schon mit jemandem getroffen, und darüber gesprochen mit Dubai, wie das so ist und so, mit Hunden. Und da hat er gesagt, Dubai sind den Hunden nicht erlaubt. Das war eine falsche Information, weil jetzt weiß ich ja, Hunde sind in Dubai erlaubt. Aber es ist auf jeden Fall schwer. Und da habe ich auch gesagt, ach schade, dann kann ich Dubai leider nicht machen, weil ich stehe zu meinem Hund. So, ne? Also ich lasse meinen Hund nicht einfach irgendwo in Deutschland. Das war das Hundethema. Und in Dubai habe ich natürlich keine Haustiere. Dann, wann die Supplements einnehmen. Ich nehme die meisten Supplements immer gleich morgens. Ihr könnt es zum Essen nehmen. Ich würde zum Beispiel sowas wie Zink nicht auf leeren Magen nehmen, sondern lieber was gegessen zu haben, weil sonst wird einem wirklich schlecht. Aber ansonsten kommt bald, entweder vor oder nach diesem Video, meine neue Morgenroutine, welche Nahrungsergänzung ich nehme und wie ich nehme. Wie ich sie einnehme. Also, seid gespannt. Welchen Tipp hast du bei Migräne? Migräne hat auch sehr viel mit zusammengezogenen Gefäßen zu tun und mit Mineralstoffen, mit denen man arbeiten kann. Und ich freue mich wirklich, ich kriege bestimmt 1 bis 2 Mal die Woche eine Nachricht, dass die Leute, die im Maximum-Prinzip sind und mein Coaching gemacht haben, keine Migräne mehr haben. Und das ist für mich natürlich mega schön. Und es hat was mit einigen Aminosäuren zu tun, es hat was mit Mineralstoffen zu tun. Man kann sehr, sehr viel machen. Aber das erkläre ich im Maximum-Prinzip. Und wenn die Leute mich dann anschreiben und sagen, hey, ich habe noch das und das, dann gebe ich immer noch mal individuell Tipps. Also, check das Maximum-Prinzip ab. Wie stehst du zur Impfung? Und nein, ich habe noch kein Video über Impfung gemacht. Und das dauert auch noch, weil wenn ich ein Video machen will, will ich es immer so, ich will 100% von meinem Gefühl her alles wissen.
Und ich habe noch kein Video zu Impfen gemacht, weil Impfen ist so ein undankbares Thema für ein Video. Beispiel, ihr impft eure Kinder nicht und dann kriegen sie die Krankheit, vor der sie eigentlich geimpft werden könnten, und dann sterben sie. Das ist scheiße. So, aber auf der anderen Seite, wenn ihr euer Kind impft und es kriegt einen Impfschaden und ist ein Leben lang behindert oder stirbt, ist auch scheiße. Deswegen, man kann bei diesem Impfthema nicht gewinnen. Wenn ich sage, hey, lass Zucker weg, es geht auf die Leber, es macht eine Insulinresistenz, es kommt zu Diabetes. Das sind alles Sachen, die sind 100%. Da kann ich nichts falsch machen, weil Zucker ist scheiße. So, die ganzen Sachen, die ich sage, kann ich nichts falsch machen. Aber bei so Sachen, wo es in beide Richtungen gehen könnte, auch wenn es sehr hypothetisch ist und bei Tetanus zum Beispiel, keine Ahnung, in den letzten 30 Jahren vielleicht 5 Leute gestorben sind oder so, keine verlässliche Zahl, aber sehr, sehr, sehr wenig. Und auch bei anderen, wie Masern zum Beispiel, die Leute sterben bei uns in Europa nicht an Masern und so. Und früher weiß ich noch, in der Kindheit, oh, ich habe Masern, oh, okay, bleib mal eine Woche zu Hause. Und da muss man mal gucken, wie viel Impf stehen und so, aber vielleicht mache ich irgendwann ein Video, ich weiß nicht. Wir gehen mal zu den Pilzen hier. Ich weiß noch nicht mal, wie sie heißen, aber ich werde es gleich herausfinden. Nächste Frage. Du bist fast immer allein. Wird das nicht auf Dauer langweilig? Nur weil ich nicht zeige, ich bin nicht allein. Um es kurz zu machen. Ich bin nicht alleine, aber ich halte halt ungern immer andere Leute in die Kamera so und belästige die vielleicht damit. Deswegen macht euch keine Sorgen. Ich kriege diese Frage in Q&As immer. Ich bin aber nicht alleine unterwegs und so. Deswegen keine Sorge. Hast du manchmal auch mit deiner Motivation zu kämpfen? Was tust du dagegen? Da kann ich wirklich sagen, ich habe nie, aber auch wirklich nie mit meiner Motivation zu kämpfen. Warum? Was heißt das Wort? Motivation. Das heißt, wenn dein Motiv stark genug ist, dann bist du immer motiviert, weil du willst ja dein Ziel erreichen. Und bei mir war es immer so, also wenn ich eins einprogrammiert habe, dann ist es wirklich ein Ziel zu haben und dann alles dafür zu tun, das zu erreichen. Das war früher beim Basketball so. Ich wollte unbedingt Basketballprofi werden. Ich wollte unbedingt danach Personal Trainer werden. Ich wollte unbedingt mit Social Media, YouTube und das machen. Also ich habe immer das Motiv und ich bin eigentlich jede Sekunde so hinterher, das zu erreichen und das, was ich mir an Zielen setze. Deswegen ist es so wichtig, sich genaue Ziele zu setzen, was man genau will und was das heißt, wenn man das erreicht. Und weil das ist so wichtig, weil sonst wird man nicht motiviert bleiben. Weil wie soll ich mich motivieren für irgendwas, wo ich nicht so wirklich Bock drauf habe? Und das ist der Schlüssel zur Motivation. Nächste Frage. Kannst du das Maximum-Prinzip auch als App machen? Ja, kann ich. Ich bin dabei. Ich werde es machen. Also das Maximum-Prinzip und das Matrix-Prinzip wird beides als App kommen. Okay? Nächste Frage. Meinung zu Game Changers. Und Game Changers, ich weiß noch nicht, ob es jetzt schon online ist oder noch kommt, aber ich habe es auf jeden Fall abgedreht. Das war das krasseste, längste Video, was ich jemals auf YouTube gesehen habe. Wenn es schon online ist, dann guckst du dir auf jeden Fall an, dann verlinke ich es hier. Mehr Lügen als in dem Film gibt es praktisch nicht. Es war der Hammer. 2 Stunden Rohmaterial, wahrscheinlich werden 1,5 Stunden rauskommen und das für YouTube. Also der Wahnsinn. Kommt ein Produkt für Haut und Haare, eventuell eine Creme oder Kollagen? Ja, es wird was kommen für die Haare, weil das Wichtigste für Haare, Haut und alles, es kommt erstmal von innen. Wir nehmen keine Baustoffe auf und denken dann, wenn wir eine Creme von draußen drauf tun, dass wir dann eine tolle Haut kriegen. Nein, kriegen wir nicht. Das ist, als wenn du eine Schrottimmobilie siehst, irgendwo so ein Geisterhaus, so eine Villa mit allem Wände schief und überall tropft Wasser rein. Und dann gehst du hin und sagst, hey, alles klar, cool. Ich nehme jetzt einfach einen Farbtopf mit und streiche alles. Nein, dann ist trotzdem noch eine Schrottimmobilie. Es muss erstmal grundsaniert werden und das sind Mineralstoffe. Guck mein Video, welche Nahrungsergänzungen wichtig sind. Verlinke ich, okay? Und erstmal muss alles abgedeckt sein und dann kann man zusätzlich noch weitere Nährstoffe nehmen. Aber da werden Produkte kommen, bin ich am entwickeln gerade. Die nächste Frage. Wie kann man die eigenen Emotionen, vor allem negativ, in positive umwandeln? Und das ist ganz entscheidend. Ist natürlich sehr viel mental, aber es hat auch sehr viel mit
Körperarbeit zu tun. Wenn ich dich jetzt frage, wie ist eine depressive Person? Sagst du dann, eine depressive Person redet ganz schnell und ist ganz aufrecht und ist so und ist so eine depressive Person? Wenn ich dich frage, stell dir mal eine depressive Person vor und beschreib sie, dann wirst du sagen, redet langsam, leise, Blick nach unten, so, alles ganz langsam. Das wirst du erzählen. Das heißt, wir wissen, Körper, Geist hängt zusammen. Es ist Unterbewusstsein. Das Erste, was man machen muss, ist, man muss sich aus dieser Haltung rauskriegen. Man muss erstmal hoch, Kopf hoch, schnell reden, laut reden. Und das ist erstmal der erste Punkt. Da habe ich schon ganz viele Videos in der Playlist mental. Guckt die unbedingt an. Und dann natürlich, Gedanken können euch infizieren. So schlechte Gedanken zu haben, ist, als wenn du Gift trinkst und hoffst, dass dein Gegner stirbt. Die Gedanken sind so wichtig. Das ist der kleinste Gedanke, wenn der negativ ist. Die Gedanken werden zu Taten. Die Taten werden zu Gewohnheiten. Die Gewohnheiten werden zu deiner Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit wird zu deinem Schicksal. Und alles fängt immer hier an. Deswegen jeden negativen Gedanken raus und Körperhaltung verbessern. Das war die absolute kürzeste Form, die ich hier geben konnte. Hast du ab und zu mal Heißhungerattacken? Ja, in der Tat habe ich jetzt gerade eine Heißhungerattacke, weil ich echt lange nichts gegessen habe. Und jetzt gerade habe ich richtig, richtig Hunger. Und ich realisiere das ja auch, weil ich coache das ja seit fast 20 Jahren. Wenn man richtig Hunger hat und der Insulinspiegel so richtig im Keller ist, dann will man natürlich am liebsten gleich irgendwie nicht ein Steak essen, sondern Süßigkeiten. Also jetzt gerade habe ich voll Hunger, weil ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs war. Jetzt gerade hätte ich zum Beispiel auch Bock und dann muss man ganz schnell was Richtiges essen oder über den Tag verteilt, damit man nicht diese Heißhungerattacke hat. Und das natürlich am besten Fette und Proteine, weil die halten möglichst lange satt. Kelp dauerhaft nehmen und wie viel am Tag? Also Kelpalgen sind sehr, sehr gut und der Jodanteil ist sehr, sehr gut. Ihr könnt Jod eigentlich nicht wirklich überdosieren. Es gibt ein Buch, die Hochjodtherapie, da nehmen die, ich glaube, 2000-fach höher als empfohlen wird. Und zum Beispiel in Japan oder war das China, wird auch sehr, sehr viel mehr Jod aufgenommen. Das heißt, ihr könnt es nicht wirklich überdosieren, aber es kann krasse körperliche Erscheinungen mit sich bringen, so, weil das so eine richtige Entgiftung ist. Und da kann man schon richtig so Kratzen, Unwohlsein, Übelkeit und so bekommen. Aber grundsätzlich ist es mega wichtig, Jod zu nehmen. Wir haben sowieso fast alle Jod, 90% haben Jodmangel. Jodmangel kann, und Selen brauchen wir auch, das kann natürlich zu einer schlechten Schilddrüse führen und das kann zum Zunehmen führen und deswegen auf jeden Fall, Kelpalgen sind sehr gut. Würde ich empfehlen, Kurkuma täglich einzunehmen? Ja, ich würde natürlich Kurkuma, ich würde natürlich eigentlich fast alles, was gesund ist, täglich aufnehmen, weil gesund ist gesund. Also ich sage ja auch nicht, ja, okay, ach, Gemüse, das ist ein bisschen zu gesund, Gemüse esse ich nur montags. So. Oder hey, dürfen meine Kinder eigentlich auch diese gesunden Nahrungsmittel aufnehmen? Ja, und zwar ein Leben lang. So, ey, ich krieg lustigerweise, die Industrie und Medien und so haben es wirklich geschafft, dass wir nicht checken, dass gesund gesund ist. Ja, ich krieg, ey, mindestens genauso viele Anfragen. Cecil, aber Leinsamen, da darf man doch nicht so viele essen, da stirbt man doch, oder? Oder Kurkuma wirklich jeden Tag oder solche gesunde Sachen sind gesund. So, ey, das ist doch so, es gibt, glaube ich, nichts Logischeres auf der ganzen Welt. Meinung zur goldenen Milch, diese Erfindung, goldene Milch, habt ihr mich schon öfter gefragt. Also, wenn euch irgendein Influencer sagt, ihr sollt die goldene Milch mit Orangensaft trinken, dann entfolgt dieser Person, weil diese Person hat dann von der Biochemie überhaupt keine Ahnung. Weil Orangensaft ist nur Zucker. Und was Zucker macht, habe ich in dem Video erklärt, warum Zucker gefährlicher für euch ist als Alkohol. Da habe ich es biochemisch ganz genau erklärt. Die Bestandteile in der goldenen Milch sind natürlich gut. Also Spirulina, sage ich seit Jahren, sollt ihr nehmen. Spirulina ist gut, Chlorella, Kurkuma ist gut. Das sind alles gute Sachen, aber ich muss ja nicht einen Zuckerorangensaft mit da rein tun. Also wenn ihr es mit Wasser tut, ist natürlich gut. Also sage ich auch in meinen Videos zu den Nahrungsergänzungen. Hast du schon mal einen aus der Königsfamilie gesehen? Laufen die dort einfach rum? Nein, ich glaube, die laufen da nicht einfach so rum, weil ich so beim draußen rumlaufen noch nie jemand gesehen habe. Aber ich war in Dubai beim Vortrag von Tony Robbins
Und da war der Scheich. Und der wurde dann wurde es unterbrochen. Also er hat auch jetzt nicht so von Anfang bis Ende zugeguckt, so, sondern da wurde mittendrin unterbrochen. Dann ist er reingekommen, alle sind aufgestanden, alle haben applaudiert und so. Und hat sich hingesetzt, war dann, glaube ich, eine halbe Stunde da und ist dann wieder rausgegangen. Also habe ich die Königsfamilie schon gesehen in Dubai. Deine Tipps für bessere Konzentration. Konzentration, Gehirn, arbeitet mit Ketonkörpern sehr gut. Wenn ihr wirklich wach sein wollt, solltet ihr wieder zur Kelbalge zurück, Jod genug aufnehmen und am besten ketogen euch ernähren. Also wirklich sehr wenig Kohlenhydrate, damit das Gehirn Ketonkörper zur Verarbeitung bekommt. Und dann merkt ihr, ihr seid viel wacher, ihr braucht weniger Schlaf, ihr seid konzentriert. Das Schlechteste, was ihr machen könnt, euch Zucker reinpfeifen. Also genau das Gegenteil von dem, was die sagen, hey, Dextroenergien, hau dir mal Zucker rein, damit du in einer halben Stunde unterm Tisch liegst. Das nicht machen. Okay, letzte Frage für heute. Wenn ich dich sehe und wie ein Boygroup-Fan deinen Namen schrei, würdest du mich grüßen? Ja, ich würde dich natürlich grüßen, klar. Warum nicht? Ne? Also ich habe ja auch oft mal in Dubai gehabt sogar, dass Leute da lang gehen und sagen, hey, du bist doch Coach Sassy und so. Hab ich gesagt, ja, klar, und wie geht's? Und also das ist wirklich oft passiert und ich sage immer Hallo und nehme mir Zeit. Also, wenn ihr mich seht, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Da fährt wieder das unbemannte Taxi lang. Und ich sage ja, meine Freunde, das ist die Zukunft. Passt auf euren Job auf. Überlegt, gibt es den Job überhaupt noch in 5 Jahren? Ich habe in Hamburg schon, kurz bevor ich nach Dubai ausgewandert bin, ein Postauto gesehen, wirklich komplett autark, ist über die Straße, hat an der Ampel gewartet und ich habe gedacht, ey krass, ich habe das noch aufgenommen mit der Kamera, weil ich gedacht habe, ey, das ist die Zukunft. Und hier jetzt auch fahren Autos lang, das ist die Zukunft. Guckt unbedingt die 4 kostenlosen Videos im Matrix-Prinzip an, weil ihr wollt nicht irgendwann in einer Situation sein, dass ihr sagt, ey, ja alles klar, mein Job wird nicht mehr gebraucht, ja toll, ich bin nicht schuld, die sind alle schuld. Nein. Man ist selbst schuld, weil man sich vorher erkundigen kann und vorher, weil es kommt nicht von heute auf morgen. Die Autos waren nicht von heute auf morgen da. Okay? Deswegen, seid schlau, guckt das Matrix-Prinzip, die 4 Videos und das war's für heute. Bis dann, euer Coach Cecil.